Ja, Freunde, willkommen an einem nebligen Sonntag zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir haben gestern schon mal mit den Vorbereitungen für das heutige Rezept angefangen. Ja, es ist heute mal ein ganz anderes Video, weil wir haben vergessen, sämtliche Zutaten, wie wir es sonst machen, am Anfang zu filmen. Aber alle Rezeptzutaten findet ihr unten in der Infobox. Ja, und dann kann es losgehen mit unserem Sauerbraten-Gulasch. Viel Spaß! Wir kochen an diesem Wochenende in Etappen. Ich werde vorerst die Marinade vorbereiten und die geht wie folgt. Wir benötigen dafür einen halben Liter trockenen Rotwein, einen halben Liter Rotweinessig, ein Päckchen Suppengemüse, dort ist Lauch drin, Möhrchen und Sellerie, zwei Zwiebeln, zwei Lorbeerblätter kommen noch mit rein, und ungefähr ein Esslöffel zerstoßene Wacholderbeeren. Und wie wir das Ganze machen, zeigen wir gleich. So, unser Gemüse ist nun vorbereitet. Ihr seht, die Möhrchen sind in Scheiben geschnitten, Sellerie in Würfel, unser Lauch ist in Ringel geschnitten, die Zwiebel ist klein gehackt. Nun geht das Ganze in einen Topf mit einem halben Liter Rotwein. Die Wacholderbeeren kommen noch dazu und die beiden Lorbeerblätter. Und das Ganze wird aufgekocht. Nun ist unser Suppengemüse und der halbe Liter Rotwein mit den Lorbeerblättern und dem zerstoßenen Wacholder im Topf gelandet. Für mich macht es den Anschein, dass es etwas wenig Rotwein ist, aber ich lasse das Ganze jetzt einfach aufkochen. Wahrscheinlich habe ich zu viel Suppengemüse genommen, keine Ahnung, aber eine Packung war laut Rezept angegeben. So habe ich es gemacht. Wie gesagt, das Ganze kocht jetzt auf und dann wird es vom Herd gezogen und der halbe Liter Essig kommt noch dazu. Unser Rotwein und das Gemüse kochen. Den Herd habe ich jetzt schon ausgestellt, aber die Hitze ist halt noch da. Jetzt gebe ich den halben Liter Rotweinessig dazu. Ja, und dementsprechend wird es auch mehr Flüssigkeiten in der ganzen Geschichte. Dann kommt das auch schon wieder hin mit dem Gemüse. Ja, jetzt dauert es noch, bis die Pulle alle ist. Das war ein halber Liter. Das Ganze ziehe ich beiseite und lasse es abkühlen. Erst wenn es abgekühlt ist, kann das Fleisch reingegeben werden. Unsere Marinade ist nun abgekühlt und nun kommt unser Rindfleisch rein. Wir haben uns entschlossen, nur 500 Gramm zu nehmen. Normalerweise sollte ein Kilo rein, aber da wir nur zu zweit sind morgen, ja, sagtest du, 500 Gramm reichen, ne? Ja, das reicht dicke hin. Genau. Gibt ja auch noch Beilagen. Okay. Deckel drauf und dann darf das Ganze auf jeden Fall über Nacht erstmal schön marinieren. Und morgen sehen wir uns wieder. Beziehungsweise in ein paar Sekunden. Oder so. So, unser Fleisch ist nun über Nacht mariniert. Ich gieße das Ganze nun ab mit dem Gemüse. Vorsicht, das könnte spritzen. Gleich einmal. Ups, siehst du? Nichts abgekriegt. Nichts abgekriegt. So. Okay. Jetzt werde ich das Fleisch dort raussortieren, trockentupfen und dann geht es weiter. Ja, ihr Lieben, unser Fleisch ist abgetropft und das Ganze werde ich jetzt anbraten. Von allen Seiten schön scharf und ich nehme wieder meine Finger, aber die Hände sind gewaschen. Außerdem essen wir nur zu zweit. Hat damit überhaupt nichts zu tun, aber was soll ich denn jetzt mit der Zange oder mit Messer und Gabel anfangen? Ich denke, diejenigen unter euch, die auch richtig schön kochen, die wissen, wie das geht. Alles gut. So. Jetzt nimmst du mal einen Kochlöffel, ne? Jetzt nehme ich einen Kochlöffel, das ist zu heiß. Kommst du ran? Ich komme mal ran. Warte, warte, warte. Jetzt. Ja.
wie gesagt, wir lassen es richtig schön anschmoren. Und ich denke, dann hören und sehen wir uns auch gleich wieder. Genau. Unser Fleisch ist nun von allen Seiten schön angeschmort und nun kommt das Gemüse dazu. Das Gemüse wird untergehoben und dann kann das Ganze eine halbe Stunde auf jeden Fall schön schmoren. Wir löschen das alles mit 600 ml Gemüsebrühe ab und ungefähr 250 ml kommen von der Marinade noch mit dazu. Nun kommt die Brühe dazu. Und ein Viertel Liter von der Marinade. Das Ganze darf jetzt schön aufkochen und wie gesagt, in einer halben Stunde schauen wir mal rein. Bevor nun der Deckel drauf kommt, wird das Ganze noch kräftig gesalzen. So, ich denke, das sollte reichen. 50 Gramm Aprikosen kommen noch dazu. Die werde ich jetzt klein hacken und dann geben wir sie dem Ganzen bei. Wie schon angekündigt, kommen jetzt die Aprikosen dazu, werden untergerührt und dann kommt der Deckel wieder drauf. So sieht unser Gulasch nun nach einer halben bis dreiviertel Stunde aus. Ich werde jetzt etwas vom Gemüse abschöpfen mit Flüssigkeit. Ich denke so 2 Kellen voll. Und das Ganze werde ich mit Frühstückskuchen pürieren. Frühstückskuchen nehme ich dafür, damit die Soße schön sämig wird und auch dunkel. So sieht nun unsere Soße mit, man sieht gar nichts, weil es so dampft, meine 2 Kellen Gemüse mit Soße und Frühstückskuchen. Wie gesagt, der Frühstückskuchen, das waren 2 Scheiben, den habe ich in kleine Würfelchen geschnitten. Das Ganze werde ich jetzt pürieren und dann kommt das Ganze wieder in den Gulasch. So sieht unser Gemüse püriert aus. Ich denke, das wird eine schön sämige Soße geben. Nun kommt unser püriertes wieder dazu. Ich sehe was. Das ist schön. So. Oh, wie schön sehe ich das heute. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall gut aus. Genau. Ich würde das Ganze jetzt noch etwas mit Kochsahne ablöschen. Damit es wieder ein bisschen schön soßig wird. Ja, ich denke so eine halbe Flasche. Ja, dann ist die auch weg. Genau, die hatte ich. Vorgestern habe ich die noch benutzt. So, unterrühren, einkochen lassen und dann werden wir das Ganze nochmal mit Pfeffer, Salz und etwas Zucker abschmecken. So, ein Tuck Zucker kommt rein. Ja, man sollte unten abmachen. So, etwas Pfeffer, ich denke, das reicht aber auch schon. Unterrühren. Ja, wir haben jetzt auf Salz verzichtet, weil es hat schon guten Geschmack. Deswegen nur den Zucker und den Pfeffer. Gut. Jetzt darf es noch ein wenig auf ganz kleiner Stufe auf dem Herd bleiben. Und in der Zwischenzeit werde ich die Spätzle vorbereiten, die wir dazu essen wollen. Und dann sehen wir uns beim Tellerbild. Das sehe ich ähnlich. Bis gleich. Ja, kurzes Fazit. Wer Sauerbraten mag, mag auch dieses Sauerbraten-Gulasch. Wir sind ja wirklich Gulasch-Fans. Also uns hat es sehr gut geschmeckt, obwohl Anne meint, es ist vielleicht ein bisschen sauer gewesen. Ich fand es total richtig. Muss jeder sehen. Vielleicht nehmt ihr weniger Essig. Vielleicht die es noch saurer mögen, ein bisschen mehr. Bleibt euch überlassen. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Sache mal nachzumachen. Ja, hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr mal unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen.
Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Habt noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund und tschüss.